Hallo, ihr Lieben, ich bin's mal wieder, eure Bianca vom Wollaus Team. Ich möchte mit euch heute einen Pullover häkeln, und zwar ein RVO. Das heißt, dieses Raglan von oben. Wir fangen hier oben an und das wird in eins durchgehäkelt bis unten zum Wündchen und die Arme werden dann noch dran gehäkelt. Das ist ein Pullover für meine kleine Enkelmaus. Die Jamie ist 1,5 Jahre alt, hat jetzt Größe 86. Sie ist auch sehr zart. Jetzt habe ich mir gedacht, die Jamie liebt ihre Püppi. Die liebt sie total, kommt überall mit hin. Ich konnte sie auch mopsen, kommt auch gleich wieder rüber. Da muss ich ganz schnell fertig werden mit dem Pullover. Und die Püppi kriegt genau den gleichen Pulli wie die Jamie. Ich denke, da wird sie sich sehr drüber freuen. So, dieser Raglan ist auf jeder Größe anpassbar. Das heißt, ich zeige euch jetzt anhand des Puppenpullovers, wie das funktioniert, wie das ausgerechnet wird. Ich häkel das Ganze mit der Cotton Top. Ups. Hatte ich ja hier schon angefangen für meinen Pullover, ein bisschen zerzaust. So, die ist wunderbar weich. Es ist eine Decay-Wolle. Das heißt, wir häkeln das Ganze mit einer Vierernadel. Das sind immer 100 Gramm Knäule und die haben 260 Meter Lauflänge. Und ihr seht, den Pullover habe ich jetzt schon ja mit den drei Farben gehäkelt und es ist immer noch so viel über. Also ihr kommt locker mit je einem Knäuel hin. Ich kann damit ja jetzt noch den Puppenpullover häkeln und ich denke, da bleibt noch so viel über, dass ich da noch ein Mützchen von mache. Vielleicht für die Puppe noch mal passend stotter, stotter, ein Höschen dazu. Ja, ich habe wie gesagt diese drei Farben genommen. Ich finde jetzt so zum Frühling hin, ne, also die Farben finde ich wunderbar. So, wenn euch das Video gefällt, wir freuen uns natürlich über das Däumchen nach oben, das Abo nicht vergessen und natürlich müsst ihr einmal die Glocke drücken. Dann verpasst ihr keins von unseren Videos, was wir für euch hochladen. So, und wie das Ganze jetzt hier ausgerechnet wird und wie das gehäkelt wird, das zeige ich euch jetzt. So, wir starten hier als erstes einmal mit dem Kragen. Das heißt, der Kragen wird so gehäkelt an einem Stück. Ich habe für unsere Jamie 11 Luftmaschen angeschlagen. Werde jetzt für die Püppi aber wirklich nur ein kleines Stück anschlagen. Ich denke, sieben Luftmaschen werde ich anschlagen. Ihr könnt das so, wie gesagt, also jetzt dieser Pullover geht Jamie jetzt bis zum Hals. Man kann das dann jetzt auch einmal so umkrempeln. Je nachdem, wie lang ihr das haben möchtet. Wenn ihr wirklich einen langen Rolli haben möchtet, macht ihr jetzt ein bisschen länger. Möchtet ihr gar nicht so viel haben, ihr könnt auch wirklich nur eine kleine Borte machen mit zwei, drei Luftmaschen. Auch nur eine Luftmaschenkette, so wie ihr das möchtet. Ich mag das aber ganz gerne. Ich wollte den Rolli bei der Jamie nicht ganz so hoch haben. So wird das dann getragen. Also ich werde jetzt hier 7 Luftmaschen für die Babyborn anschlagen. Das ist eine New Babyborn. Also die ist ein bisschen kleiner als die normale. Unsere Kinder hatten damals die normale. Ist doch schon Unterschied. Also, ich schlage jetzt hier 7 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Wir arbeiten jetzt in halben Stäbchen. Das heißt, wir überspringen jetzt hier eine. Und ich steche jetzt hier in die zweite ein. Und arbeite ein halbes Stäbchen. In die nächste, also halbe Stäbchen zurück. 2. 3, 4, ich mache nur 5. Ich denke, das reicht mir von der Höhe her.
Mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Luftmaschenstäbchen reichen mir. Das ist nicht so schlimm, wenn das jetzt hier so überguckt. Das wird nachher einfach übergehäkelt. Jetzt für, wie gesagt, für die Babyborn reichen mir diese 5 halben Stäbchen. So, jetzt kommt der Clou. Und zwar, wir wollen ein elastisches Bündchen haben. Dafür stechen wir nicht hier normal ein, sondern kippen das Ganze und wir sehen ja hier ein V. Und da stechen wir in die Mitte rein und bearbeiten wirklich nur das hintere Maschenglied, aber mit halben Stäbchen nochmal. Also die Arbeit kippen, hier in die Mitte einstechen, den Faden holen. Und nochmal kippen. Und da bildet sich so eine Kante. Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4. Und die letzte hier auf keinen Fall vergessen. Und arbeiten immer 2 Windelluftmaschen. So, das ist unser erstes Stäbchen. Und wir kippen wieder das Ganze. Und hier ist wieder dieses V. Da wird in die Mitte eingestochen. Und halbe Stäbchen arbeiten. Durch alle 3 durch. Am besten ist, ihr zählt auch immer mit, wenn ihr nachher 10 Luftmaschen habt, so wie ich das für unsere Jamie gemacht habe. Da habe ich ja mit 10 halben Stäbchen gearbeitet. Immer mitzählen, dass ihr auch immer die richtige Maschenzahl habt. So, und immer mit 2 Wendeluftmaschen und das Ganze drehen. Und das machen wir jetzt hin und her, so lang wie ihr euer Strickstück haben möchtet. Ich habe für Jamie 35 rein gemacht. Ich werde das jetzt einmal anpassen, gucken, dass das locker hier über das Köpfchen drüber passt. Und so lang machen wir jetzt einmal unser Kragen. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt hier für die Babyborn 25 cm gehäkelt. Das passt doch locker übers Köpfchen rüber. So, jetzt wollen wir das Ganze einmal schließen. Wird das einfach zusammengeklappt. Und ich suche mir hier die erste Masche hier vom anderen Ende und mache eine Kettmasche, indem ich hier durchziehe und hier. Jetzt drehe ich mir das Ganze und halte das aneinander. Dann wird hier ist unsere Anfangsmasche oder unsere Anfangsluftmaschenkette. Da haben wir sowieso nur ein so ein Fädchen hier an der Seite, was hier so quer rüber liegt. Da stechen wir einmal ein. Und gegenüber, ich hoffe, man kann das sehen, hier haben wir ja auch wieder dieses V. Und da steche ich nur in das vordere Maschenglied ein, also von unten hier. Hol mir den Faden und mach eine Kettmasche. So nochmal, also das ist hier die nächste Masche und hier nehme ich nur, ups, das vordere Maschenglied und gehe durch beide durch. Und nochmal. Hier durch und hier nur durchs vordere. Das ist dann haben wir hier auch eine kleine Kante auf der Seite und nur durch das vordere und dann passt das auch ein bisschen in unser Muster mit rein. So, und eine Kettmasche. Ups.
Nochmal. So, das ist unser Kragen. Jetzt häkeln wir einmal hier ringsrum in festen Maschen. Wird einfach feste Maschen ringsrum gehäkelt und am besten ist, ihr zählt mit, weil diese Maschenzahl, die wir hier jetzt einmal ringsrum häkeln, die brauchen wir gleich, um auszurechnen, wie wir unseren Pullover einmal aufteilen. Also einfach in festen Maschen ringsrum häkeln. Zwei Maschen habe ich jetzt, drei. Und das macht ihr auch einmal rings um euren Pullover rum. Entweder zählt ihr gleich mit oder nachher zählt ihr eure Maschen, eure festen Maschen, die ihr gehäkelt habt. Also einmal in festen Maschen ringsrum. So, jetzt wird ein bisschen gerechnet. Das habe ich hier für unsere Jamie gemacht. Also ich habe jetzt für die Babyborn 45 feste Maschen gehäkelt und die teilen wir jetzt durch 3. Das geht super auf, bin ich bei 15. So, jetzt stellen wir uns mal hier diesen Kragen vor. Jetzt haben wir hier einmal unsere Armausschnitte, also das ist ein Arm, hier ist ein Arm. Das ist einmal Vorderteil und einmal das Hinterteil. Also Vorderseite, Hinterseite. So. Jetzt haben wir einmal für die Vorderseite 15 und für die Hinterseite 15. Haben jetzt noch 15 Maschen über und die sind für die Arme. 15 durch 2 geht nicht ganz. Also nehme ich die 14. Das heißt, ich nehme pro Arm 7 Maschen, habe jetzt ja noch eine Masche über und die setze ich mir ans Hinterteil dran. Mache also 16. Ich hoffe, ich komme noch mal weiter runter. Kippe das Ganze. Also pro Seite nehmen wir 15 Maschen. Haben ja 15 Maschen noch über, die müssen wir durch 2 teilen. Das geht ja nicht ganz auf, also nehme ich die 14. Pro Arm nehme ich 7 Maschen und setze mir hier die eine Masche noch ans Hinterteil dran. So, das wird jetzt einmal aufgeteilt. Jetzt müssen wir ein bisschen zählen. Ich gucke einmal. Ich werde einfach Fäden nehmen. So, ich schneide mir hier ein paar Fäden ab. Ihr nehmt euch jetzt Maschenmarkierer oder so wie ich Fäden. Braucht ihr wirklich nur für die erste Runde. Hier den Anfang möchte ich hinten genau in der Mitte haben. Und da ja unser Hinterteil 16 Maschen hat, nehme ich hier 8 Maschen und da 8 Maschen. Also ich zähle jetzt hier 8 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nehme mir den Maschenmarkierer, setze mir den hier rein. Und zähle jetzt hier den Arm. 7 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und so macht ihr das auch einmal Reihe rum. Ich bin hier mit der 15. 2, 4, 6, 12. 14, 15. Setz mir da den Markierer rein.
Na, will nicht so ganz. 7, nochmal für den Arm. 2, 4, 6, 7. Hier habe ich noch einen. Hier rein. Und jetzt müssen noch 8 überbleiben. 2, 4, 6, 8. Das passt. So, das Ganze lege ich jetzt wieder an die Seite. Komme wieder etwas weiter raus. So, wir häkeln weiter in halben Stäbchen. So, machen halbe Stäbchen bis zu dem Markierer. Die eine hier vorne darf ich nicht vergessen. Also in halben Stäbchen. 1, 2, 3. Ups, einmal gerade mal Faden nachziehen. So, jetzt haben wir hier unseren Markierer. Und in diesen Markierer rein kommen ein halbes Stäbchen. Das habe ich eben hier schon gemacht. Zwei Luftmaschen und ein halbes Stäbchen. So, ich ziehe mir das schon raus, weil in der nächsten Runde sehe ich hier schon da. Arbeite ich weiter und ihr macht weiter in halben Stäbchen. Sind wir wieder beim Markierer angekommen. Auch hier ein halbes Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein halbes Stäbchen. Und wir gehen weiter bis zum nächsten. Und das macht ihr auch Reihe rum. Ups, jetzt habe ich das hier gespalten. Immer Reihe rum. Ich werde das Ganze in Spiralrunden häkeln. Das heißt, ich werde hier, da ist mein Ende, nicht mit einer Kettmasche arbeiten, sondern immer in Runden häkeln. Also, immer hier. Wo unser Marker ist, jetzt da beim nächsten, ein halbes Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein halbes Stäbchen, immer in den Marker rein und in der nächsten Runde auch hier sieht man da ja ganz deutlich, da kommen immer eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein halbes Stäbchen. So, das macht ihr in Runden immer so weiter, bis wir hier unten angekommen sind. Das heißt, ihr müsstet bei euch, bei denjenigen, für wem der Pullover ist, diese Raglanlinie muss locker um den Arm passen, bis es unten einmal, wie gesagt, bis unter dem Arm. Wenn ihr den für euch machen möchtet, müsst ihr euch das anprobieren, bis diese Linie bis unter dem Arm reicht. Ja, also ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen gut erklären. Also es muss hier unten um den Arm rumpassen. Und hier wird das unten einmal, dass es locker unten zusammenschließt. So, und das arbeiten wir in Runden. Ich habe das, wenn ihr das so machen möchtet wie ich, immer in halben Stäbchen ja hier gearbeitet, immer zwei Reihen oder zwei Runden in einer Farbe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier vorne wieder oder ich überlege mal gerade. Ich werde jetzt mal zwei Reihen, zwei Runden in rosa häkeln. Dann nehme ich mir meine neue Farbe, dann zeige ich euch nochmal, wie man einen perfekten Farbübergang hinkriegt. Ich denke, das werde ich machen. Also ich werde jetzt zwei Reihen in Rosa arbeiten, dann arbeite ich in dem Weiß, dann sehen wir uns noch einmal wieder, dann zeige ich euch, wie man einen runden Übergang, den man so gut wie gar nicht sieht. Ja, das machen wir. Bis gleich.
So, ich muss noch mal ein bisschen was korrigieren. Und zwar habe ich mir gerade gedacht, diese Raglan-Löcher sind mir für die Babyborn etwas zu groß. Also mache ich das Ganze noch einmal auf und mache nur eine Luftmasche dazwischen. Also ich mache dann ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Ihr könnt das gerne mit den zwei Luftmaschen so lassen dazwischen. Aber jetzt für die Babyborn finde ich das doch sehr groß, das Loch. Ich war eben einmal Reihe rum und da habe ich das gesehen, das war mir doch etwas zu groß. Das nur noch einmal so nebenher. Also ich habe eben noch mal aufgemacht und werde jetzt doch nur ein halbes Stäbchen, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen häkeln. Und dann zeige ich euch den Farbübergang. Dann aber wirklich. So, ich habe ja hier meinen runden Anfang, habe mir hier meinen Faden schon einmal abgeschnitten. Ich werde jetzt hier eine Kettmasche machen. Die nächste Masche. Und ziehe mir den Faden raus. Jetzt nehme ich meine neue Farbe und setze die. Hier ist ja unsere Kettmasche, so ein paar Runden davor an. Ziehe den Faden noch einmal durch. Eine Luftmasche, Faden ziehen und hier in die gleiche Masche rein noch mal ein halbes Stäbchen. Damit fangen wir ja an. Halbe Stäbchen arbeiten. Ich werde mir gleich den Faden hier einmal mit einhäkeln bis zu unserer Kettmasche. Einmal den Faden nach hinten, dass ihr das besser sehen könnt. So, jetzt ist hier ja unsere Kettmasche hier. Da rein kommt unser halbes Stäbchen. Den weißen Faden natürlich auch noch mitnehmen. Und dann können wir hier ziehen. An dem rosanen. So, jetzt arbeiten wir ja ein halbes Stäbchen weiter. Jetzt ist es aber wichtig, dass wir nicht hier einstechen, weil hier schon unsere Kettmasche drin ist. Und wir haben ja hier in diese Kettmasche schon ein halbes Stäbchen gearbeitet. Das heißt, die Kettmasche haben wir ja schon einmal behäkelt. Wenn wir jetzt hier einstechen würden, würden wir eine Masche ja zusätzlich arbeiten. Und das wollen wir ja nicht. Das heißt, nicht hier rein. Zack, ich muss nochmal ziehen. Nicht hier rein. Da ist ja unsere Kettmasche drin, sondern eins weiter. Da reinarbeiten. Und dann können wir hier am Faden einmal ziehen. An dem rosanen und einfach weiterarbeiten. Und man sieht keinen Übergang. Hier einfach, ihr seht hier keinen Übergang. Das ist eine ganz tolle Art. Bin ich hier schon an meiner Raglan-Linie. Eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen. So, und hier, wenn ihr hier am Ende angekommen seid, arbeitet ihr hier in dieser Masche weiter. So, und das macht ihr jetzt so lang, wie ich euch das eben einmal gesagt habe, bis wir unterm Arm locker einmal drüber kommen. Also bis hier unten unterm Arm. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich bin jetzt soweit, dass ich hier aufhöre. Jetzt für die Babyborn brauche ich ja nicht sehr, sehr viel. So, jetzt haben wir hier unsere Raglan-Linie. Und hier
Das wird ja jetzt der Arm. So, mach einen Umschlag und gehe hier in diese Raglan, in dieses Loch rein und mach da auch ein halbes Stäbchen. Und jetzt gehen wir jetzt einfach zum nächsten. In halben Stäbchen bis zur nächsten Lücke. Da machen wir das Ganze noch einmal. So, das wird dann jetzt hier freigelassen. Und wir arbeiten dann, wie gesagt, jetzt bis zur nächsten Raglan-Linie und dann machen wir da noch einmal ein Ärmel von und dann arbeiten wir einfach in Runden weiter. Ja, mal gucken. So, bis zur anderen Seite rüber. So. Und da wird das noch einfach noch einmal zusammengezogen. So, jetzt bin ich an der anderen Seite angekommen. Und hier ist mein Ende. So, jetzt werden die beiden zusammengeklappt wieder. Einen Umschlag genommen, hier in die Lücke rein, ein halbes Stäbchen. So, in halben Stäbchen weiter. Ich werde dann hier auch in diese Lücke auch noch mal ein halbes Stäbchen hier drum machen, also hier ein halbes Stäbchen da und da und dann einfach weiter in Runden häkeln. Ich zeige euch das mal anhand von dem großen. So weiter in Runden häkeln, bis wir hier zum Bündchen angekommen sind. Das könnt ihr ja machen, wie lang ihr den Pullover haben möchtet. Und dann unten am Bündchen habe ich auch noch mal hier mit dem Rosa abgeschlossen. Habe also da auch noch mal zwei Reihen, weil ich das hier am oben auch so gemacht habe, nach dem Kragen, zwei Reihen, zwei Runden und hier unten habe ich das gleiche nochmal gemacht. Zwei Runden zum Abschluss und dann das Bündchen. Und zum Bündchen, da sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt hier schon ein ganzes Stück weitergearbeitet. Ich bin jetzt hier fertig, habe jetzt hier aber nur eine Reihe in Rosa gemacht, weil sonst wird mir das wirklich zu lang. Hier am Hals habe ich noch mal einen Faden einfach durchgezogen. So kann die Püppi das so tragen oder auch hochgeklappt. So, ein Ärmchen habe ich auch schon fertig. Das zeige ich euch ja als nächstes. Ich werde hier auch kein Bündchen reinsetzen. Bei Jamie habe ich das gemacht, aber mir gefällt das so besser. Das ist der Hund. Der ist hier gerade bei mir. Der hat heute eine ganz böse Zahn-OP gehabt. Und der sitzt jetzt hier die ganze Zeit bei mir. Also, wie gesagt, hier setze ich jetzt das Bündchen dran. Das arbeiten wir in Reliefstäbchen. Dazu ziehe ich die Pippi noch einmal wieder aus. Wie gesagt, jetzt hier bei dem Ärmchen gleich. Ja, der Hund, der muss jetzt so ein bisschen, der hat eine Narkose heute gehabt. Leg dich mal schön hin, JJ. Hm? So, und da sind sie ja doch sehr wehleidig, wie unsere Kinder. Ne? Also, die haben so ein paar Zähne gezogen, den alten Mann. So, also ich habe jetzt hier nur eine Reihe in
halben Stäbchen gemacht und jetzt arbeiten wir Reliefstäbchen. Und zwar komme ich hier einmal weiter runter. Gehen wir hier von der Seite um diesen Stäbchenkörper rum. Stechen hier von der Seite ein und kommen hier auf der anderen Seite wieder raus. Holen uns den Faden, haben drei Laschen auf der Nadel, gehen einmal durch zwei und durch zwei. So, jetzt gehen wir von hinten hier vorne wieder raus und auch um diesen Maschenkörper rum, stechen da wieder ein. Das ist jetzt das hintere Reliefstäbchen. Ziehen den Faden hier einmal durch und gehen einmal durch zwei und durch zwei. Und das machen wir jetzt immer im Wechsel. Ich zeige euch das nochmal. Hier ist ja die nächste Lücke, da ist unser halbes Stäbchen, hier rein und auf der anderen Seite wieder raus. Hier ist der Maschenkörper, ziehen den Faden hier einmal durch, gehen durch zwei und durch zwei und jetzt wieder ein hinteres Relief. Also von hinten hier in die Lücke und da ist die nächste Lücke, da gehen wir wieder rein. Ziehen hier durch, gehen durch zwei und durch zwei. Und das, wie gesagt, machen wir jetzt immer im Wechsel. Ich werde das hier für diesen Pullover nur zweimal machen. Hier, ich muss ich einmal zählen, das ist ja für die Jamie, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da habe ich 6 Runden gemacht, immer im Wechsel. Und hier mache ich das, wie gesagt, nur 2 Runden. Für den Pullover für die Püppi und dann werden wir noch einmal zusammen hier den Ärmel einmal anfangen zu häkeln. Jetzt werden wir hier erstmal für den Puppenpullover 2 Runden in Reliefstäbchen, ein vorderes, ein hinteres, immer im Wechsel. Ich habe jetzt hier meine 2 Reihen, 2 Runden fertig und weil ich ja immer in Spiralrunden arbeite, seht ihr, ich habe jetzt hier so eine riesen Kante. So, wie wir das jetzt einmal wegbekommen, und zwar, das ist meine letzte Masche, das ist meine erste. Wir nehmen uns jetzt hier einmal einen Umschlag, gehen auch hier wieder wie zum vorderen Reliefstäbchen rein, holen uns den Faden, haben 3 Laschen auf der Nadel, holen uns den Faden und ziehen alle 3 durch. Das ist also wie so ein halbes Stäbchen, halbes Relief. Jetzt ist die nächste Masche ein hinteres. Wir stechen auch so ein, ohne den Faden vorher zu holen, wie zum hinteren Relief und machen eine feste Masche. Aber in diesen Reliefstich. Das mache ich jetzt hier bei der vorderen auch noch einmal. Und das ist ja eine hintere und da mache ich eine Kettmasche. Aber auch von hinten einstechen, um den Maschenkörper rum. Hol mir den Faden, gehe hier durch und gleichzeitig hier. Und so haben wir unsere Höhe ganz toll ausgeglichen. Einmal gerade sichern. Und ihr seht,
Wo haben wir unseren Anfang? Muss ich selber jetzt einmal gerade gucken. Hier. Und dadurch, dass wir jetzt die Maschen zurück, also von dem ganzen Relief auf halbes Relief und feste Masche, Kettmasche, dadurch gibt es jetzt hier so eine glatte Fläche. So, jetzt kommen wir zu unserem Ärmchen. Ich habe ja hier, den einen habe ich ja schon fertig. Hier mit einer Runde in Rosa geendet. Also wir brauchen hier mal zwei. Ich schlage mal hier an, genau in der Mitte gehe ich hier einmal rein. Und wir arbeiten jetzt genau wie hier in halben Stäbchen. Ich mache jetzt hier einmal eine feste Masche und gehe noch mal in die gleiche Masche rein und mache da ein halbes Stäbchen. So, jetzt gehen wir hier einfach entlang der Maschen in halben Stäbchen. Wie gesagt, das ist nichts anderes wie hier auch. Einfach ringsrum in halben Stäbchen. Fäden immer gleich mit einhäkeln. So, danach kommt wieder ein Farbwechsel. Wie gesagt, das ist nichts anderes wie von dem Brust. Hier in diesem Brustbereich. Ich denke, das muss ich euch auch nicht noch mal zeigen. Da wird einfach nur gerade runter gehäkelt. Immer in dem Farbwechsel. In halben Stäbchen. So. Ich habe das jetzt hier. Hier haben wir angesetzt. Wirklich nur diese drei Farben einmal gewechselt. Aber das reicht mir auch für die Püppi. Ich zeige euch jetzt einmal noch mal hier anhand von dem großen Pullover. Wenn ihr möchtet, kann ich euch einmal gerade die Maße sagen. Wie gesagt, das ist jetzt circa 86, würde ich sagen. Also insgesamt. Ich gehe mal jetzt hier vom Ende des Kragens aus, habe ich bis unten zum Ende vom Bündchen 30 cm. Inklusive Bündchen haben wir hier 30 cm. Kann jetzt ja hier auch noch mal hier am Kragen bis zum Ende des, jetzt fällt mir der Kugelschreiber runter. Hier bis zum Ende. Oh, haben wir auch 30 cm vom Arm. So, das war jetzt schon die ganze Hexerei von dem RVO. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt hier für unsere Puppenmaus, habe ich ja hier schon mal mit der Cotton Soft die blaue gemacht, gehäkelt. Ich denke, ich glaube, da werde ich jetzt auch noch mal ein Video von machen. Ich habe ja noch so viel von dem Weißen über, von dem Cotton Top. Da zeige ich euch auch noch einmal die Hose, wie die gemacht wird. Ich denke, da werde ich auch noch mal ein Video von drehen. So, dann würde ich sagen, viel Freude beim Nachhäkeln. Tschüss, eure Bianca.